Schauen Sie mal hier. Oder auch hier. Sehen Sie das? Hier wird es ganz deutlich. Das alles hier, das sind Bissspuren in meiner Bibel. Bissspuren verursacht durch unseren Hund Cookie. Cookie war, bevor sie zu uns kam, ein rumänischer Straßenhund und das merkt man ihr auch noch an. Man darf sie keine Minute aus den Augen lassen, sonst geht sie auf Diebeszug durch unser Haus. Neulich war sie in meinem Arbeitszimmer und da hat sie Schokolade gefunden. Die hat sie fein säuberlich ausgepackt und aufgefressen, aber satt hat sie die Schokolade offensichtlich nicht gemacht, denn sie hat ja meine Bibel hier noch gekostet. Seltsam nur, dass sie sie nicht komplett aufgefressen hat. Denn so heißt es doch in Psalm 119, Gottes Wort ist süßer als Honig. Gottes Wort ist süßer als Honig, aber Gottes Wort ist oft auch schwere Kost. Und sie stellt Ansprüche an uns, die Bibel. Zum Beispiel sagt Jesus, liebet eure Feinde oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist ja nicht immer einfach. Das kann man nicht so einfach erfüllen. Brich dem Hungrigen dein Brot, lesen wir in Jesaja. Und auch das machen wir ja nicht immer. Also die Bibel ist schwere Kost, aber sie ist auch voll von tröstlichen Worten. Worten, die uns gerade in dieser Zeit wirklich stärken können. Und da lesen wir zum Beispiel beim Propheten Jeremia, dass Gott zu uns sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Oder im Buch Josua können wir das Versprechen Gottes finden, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. All diese Worte und Regeln schenkt uns die Bibel. Sie stärkt uns damit, uns und andere. Denn wenn wir uns ernsthaft an der Bibel orientieren, dann wird es eines Tages keine hungrigen Hunde und auch keine hungrigen Menschen mehr geben. Denn dann werden wir voller Zuversicht und Gottvertrauen in einer gerechten und friedlichen Welt leben. Den Vorgeschmack dieser wunderbaren Vision erleben wir, wenn wir vom Buch der Bücher kosten.